Das neue Album heißt ja Land in Sicht. Gibt es da einen Grundgedanken, der über der ganzen CD steht? Also Land in Sicht ist ja so ein Begriff der Hoffnung. Es soll Hoffnung ausdrücken, das ganze Album. Auch die einzelnen Songs, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, haben was mit Hoffnung zu tun, mit Perspektiven, die über das normale Maß der Dinge hinausgehen. In dem Fall, wenn wir jetzt mal bei diesem Bild Land in Sicht bleiben, der Kapitän auf seinem Schiff, die ganze Mannschaft, die seit 3 Monaten eingepfercht ist, sieht endlich Land, irgendwelche Palmen dahin und sagt, oh, da gibt's was Neues zu entdecken. Und so ist das Album auch zu verstehen. Es gibt Neues zu entdecken. Hey, komm mal rauf, komm ins Licht. Es ist Land in Sicht. Dann gibt es einen Song, zum Beispiel, das ist alles erst der Anfang. Es ist alles erst der Anfang. Es ist alles der Beginn. Sie davor hebt sich langsam und ich kann lachen wie ein Kind. Da ist auch einiges von dieser Stimmung zu spüren, dass alles, was wir hier erleben und was uns so bewegt und was uns auch so beschäftigt den ganzen Tag, dass es vielleicht nur der Anfang ist oder wahrscheinlich nur der Anfang für was viel, viel Größeres und Schöneres. Und dann gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Mitten ins Ziel. An einem Tag, den man nie vergisst, trifft er von sicherer Hand geschickt mitten ins Ziel. Und da geht es auch so ein bisschen darum, dass viele Dinge in unserem Leben vielleicht überhaupt noch nicht wahrzunehmen sind, die noch passieren, Dinge, die noch passieren sollen. Und in dem Zusammenhang ist es eine Ermutigung, zu warten, bis der Pfeil dann wirklich mitten im Ziel landet. In dem Song Alles ist möglich, ist einer der neuen Songs auf der CD. Hast du da schon mal erlebt, dass Gott das Unmögliche möglich macht? Kannst du dich da an ein bestimmtes Erlebnis erinnern? Ja, das hab ich schon erlebt. Ich habe Dinge erlebt, da musste ich einfach sagen, also das hätte jetzt keiner gekonnt. Das hätte man rein menschlich nicht hingekriegt. Und ich glaube, es ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Natürlich, dass auch übernatürlich alles möglich ist, aber dass auch in unserem Leben mit uns noch alles möglich ist. Also manchmal denken wir, wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben oder in einer bestimmten Situation uns befinden, ja, da kommen wir nicht mehr raus, das wird so bleiben oder es geht so weiter. Aber ich glaube, es gibt immer noch einen Neuanfang, es gibt immer noch neue Perspektiven, Dinge, die wir erleben können. Auch manchmal völlige Resets in unserem Leben, die möglich sind. Dass sie sich zum Guten wenden, diese Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben, ihr Licht wird immer scheinen. Ein anderer Song ist ja Die Stadt und ich finde, in dem Song merkt man vor allem deine Bildersprache, dass du so unglaublich viele Bilder benutzt, um deine Gedanken in Songs zu verpacken. Wie kommst du auf diese Ideen und warum ist es dir so wichtig, diese Bilder zu benutzen? Also Bilder sind für mich wichtig, weil sie Geschichten erzählen und Geschichten sind wichtig, um uns zum Nachdenken und zum Zuhören zu bewegen. Und manchmal sind diese Bildfragmente, die da auftauchen, für mich Anhaltspunkt, wenn ich das bei anderen Songwritern höre, selbst bei diesem Song zu bleiben und zuzuhören. Jesus selbst hat es so gemacht. Der hat den Leuten Geschichten erzählt. Er hat ihnen nicht angepredigt, sondern hat gesagt, pass mal auf, das Reich Gottes ist so wie. Und dann ging's los. Was wünschst du dir, dass passiert, wenn die Leute deine Musik hören? Also erstmal wünsche ich mir, dass sie die Musik und die Songs einfach mögen, dass es etwas mit ihnen tut. Und meine Erfahrung zeigt mir so ein bisschen, dass es Menschen gibt, die diese Songs zu ihren eigenen Songs machen. Und die dann mit der Zeit sagen, ja, ich konnte den Song nicht selber schreiben, aber du hast ihn für mich geschrieben. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, wir haben ja im Nachtleben gespielt in Frankfurt. Und der Clubbesitzer, der kam danach, oder der Clubmanager, war so ein Heavy-Metal-Fan, irgendwie lange Haare, erstmal sehr unfreundlich, so wie man das so ist im Club. Und danach kam der auf uns zu und der war so angetouched. Er sagt, was ist los mit euch? Irgendwie, was macht ihr da? Ich habe den ganzen Abend gezittert. Passiert mir sonst nicht, was geht hier?
Also, wir haben jetzt nichts Besonderes gemacht, einfach nur Musik gemacht. Aber wir spürten, der hat etwas mitgekriegt von dieser Welle, die manchmal passiert, wenn man mit Gott kommuniziert. Wir haben eigentlich nur normal Musik gemacht. Was sagst du zu dem Satz, das ganze Leben ist Lobpreis? Würdest du das unterschreiben? Das ist sehr, sehr hoch gehängt. Das klingt so, was heißt das, singe ich jetzt den ganzen Tag? Oder, ja, also ich meine, die Grundfrage ist ja schon mal auch die, warum sind wir hier? Also was sollen wir hier machen? Also geht es darum, auch jetzt wir als Christen, geht es darum, besonders große Gemeinden zu bauen oder große Werke oder möglichst in meinem Fall viele CDs zu machen oder bekannte CDs zu machen oder Lieder zu schreiben, die ganz bekannt werden. Am Ende des Tages, glaube ich, geht es darum, dass wir lernen, mit Gott Freund zu sein. Weil wir werden sowieso eine ganze Ewigkeit miteinander Spaß haben. Aber du sollst es hier schon. Du sollst mich hier schon kennenlernen. Und ich glaube, bei allen hochgestochenen Ambitionen, die wir haben, bei allen hehren Zielen, die wir so verfolgen, mit allem, was wir tun, es geht wahrscheinlich nur darum, Gott ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen mehr von ihm zu begreifen.